Ich mache den gleich mal in der Farbe Basis, Winkel, Satz. Ein Satz in der Mathematik ist so eine Art feste, gegebene Sache. Den nimmt man dann einfach so hin. Die Basiswinkel sind gleich groß. Und zusätzlich, wenn A, B und C auch gleich groß sind, dann sind die Basiswinkel und der letzte Winkel auch gleich groß. Also, Basiswinkel, man spricht eigentlich nur von Basiswinkeln bei solchen gleichschenklichen Dreiecken, sind gleich groß. Sonst redet man nicht von Basiswinkeln. Und eine zusätzliche Erkenntnis, wenn aber noch A gleich B gleich C, also wenn alle Seiten gleich groß sind, dann folgt daraus, das ist dieser Pfeil, der so um die Ecke geht, daraus folgt, heißt der, dann folgt daraus, dann ist Alpha gleich Beta, ne, die Basiswinkel Alpha und Beta, und zusätzlich gleich Gamma. Dann sind alle drei gleich groß. Mit anderen Worten, in diesem Fall haben wir durchaus ein gleichschenkliches Dreieck. Aber lustigerweise ist die Basis, also die Basisseite C, auch noch gleich groß. Dann sind alle Winkel gleich groß. Egal, wie man das Dreieck dann hält. Wenn ich jetzt davon ausgehe, dass in einem Dreieck, das ist noch eine zusätzliche Erkenntnis bezogen auf die Winkel, wenn ich jetzt, oder sagen wir mal so, die Innenwinkelsumme, das heißt Alpha plus Beta plus Gamma, muss immer gleich 180 Grad sein, grundsätzlich. Ich kann also machen, was ich will. Ich kann das Dreieck zeichnen, wie ich will. Und wenn ich mir noch so ein verrücktes Dreieck einfallen ließe, was also ganz flach, ein ganz stumpfes Dreieck, ne, stumpfwinkliges Dreieck, und dieser Winkel beträgt meinetwegen nur noch 1 Grad und dieser Winkel beträgt auch nur noch 1 Grad, dann sind sie zufällig gleich, dann kann ich schon wieder Basiswinkel sagen, dann bleibt nur übrig 180 Grad minus 1 Grad minus 1 Grad, also 178 Grad. Das ist ganz verrückt, das heißt also, ich kann das Dreieck noch flacher machen, noch stumpfer machen. Der Winkel wird immer größer, er nähert sich immer weiter 180 Grad. Solange bleibt es ein Dreieck, solange er nicht genau 180 Grad ist. Ansonsten hätten wir ein Zweieck. Aber darauf müssen wir jetzt nicht weiter eingehen, das ist auch ein bisschen weit hergeholt. Jetzt gibt es Übungen. Und zwar Übungen, die sind im Mathebuch alle irgendwie dargestellt. Und da müssen wir uns mal ganz kurz damit beschäftigen, was damit wohl gemeint ist.